Alpine Seen sind Juwelen der Natur. Durch ihre Schönheit, ihre Unberührtheit und die Ruhe, die sie ausstrahlen, sind sie beliebte Wander- und Ausflugsziele. Aber sie werden mitunter auch als Schwimmbad für Viehzucht und Fischerei, landwirtschaftliche Bewässerung und noch viele weitere Bereiche genutzt. Sie sind also Lebensraum, Erholungsraum und Wirtschaftsfaktor. Der Klimawandel wirkt sich allerdings auch auf die alpinen Seen aus. Wie? Das untersuchen Limnologen der Uni Innsbruck. Sie erfassen den Ist-Zustand und werfen einen Blick in die Zukunft. Was passiert mit dem Ökosystem bei bestimmten Klimaszenarien? Und können wir Menschen in Zukunft von den Seen noch genauso profitieren wie heute? Der Antholzer See im Südtiroler Pustertal liegt auf einer Höhe von über 1600 Metern und ist ein beliebtes Ausflugsziel. Er ist einer von insgesamt 30 Seen im Alpenraum, die von den Limnologen im Rahmen des Forschungsprojekts CLAIMS untersucht werden. Limnologie ist die Wissenschaft von den Binnengewässern. Das Institut für Limnologie der Uni Innsbruck ist im oberösterreichischen Mondsee. Heute ist eine Forschungsgruppe zur Daten- und Probennahme in Südtirol. Das Projekt CLAIMS ist also ein Projekt, das sich mit der Widerstandsfähigkeit von Seen in den Bergregionen auf den Einfluss des Klimawandels beschäftigt. Natürlich auch gleichzeitig unter dem Einfluss der menschlichen Nutzung. Wir alle schätzen Seen, wir schätzen klare Seen, wir schätzen kühles Wasser, ganz besonders in den Sommermonaten. Es gibt viele Aspekte, die das Gewässer beeinflussen, fischereiliche Aspekte, Landwirtschaftsaspekte. Und zusätzlich kommt also noch dann der globale Klimawandeleffekt, der noch den Alpenregion stärker betrifft als andere Regionen. Und insgesamt dann die Temperatur dieser Seen langsam, aber sicher über die Jahrzehnte erwärmt. Und diese Entwicklung führt also gemeinsam mit Eutrophierung, also wenn also zum Beispiel zu viele Nährstoffe in die Seen kommen, zu einem Zustand in den Seen, der also dann wahrscheinlich nicht mehr erwünscht ist, der also die Wasserqualität sehr stark vermindert. Ja. Und genau um diese Frage geht's, weil letztlich ein Zusammenspiel von Faktoren, die Wasserqualität und dann auch letztlich die Werte von diesen Gewässern, die wir schätzen, beeinflusst. Ne? Mit Schlauchbooten werden die Limnologen gleich auf den See hinausfahren. Mit an Bord ist dann auch einiges an Ausrüstung, verschiedene Geräte zur Entnahme von Wasserproben, Sedimentproben und zur Messung der Temperatur. Um Veränderungen wahrnehmen zu können, brauchen die Forscher einen möglichst großen Überblick. Seit 20 Jahren sammeln sie Daten in den zwei Modellregionen Niedere Tauern und Südtirol. Eine wichtige Frage, die Veränderung der Wassertemperatur. Das ist jetzt einmal so, dass also nicht alle Seen gleich reagieren. Es gibt Seen, die haben viel stärkeren zum Beispiel Schneeschmelzwassereinfluss als andere. Es gibt Seen, die haben ein größeres Einzugsgebiet als andere. Es gibt Seen, die liegen schattiger oder die haben eine andere Seehöhe. Ja. All das sind Faktoren, die also jetzt die Temperaturentwicklung und die Klimaentwicklung beeinflussen. Daten von Klimaforschern werden genutzt, um die Oberflächentemperaturen von Seen zu berechnen. Um festzustellen, ob Theorie und Wirklichkeit übereinstimmen, führen die Limnologen Messungen durch. Mit diesen Daten können die Rechnungen überprüft und zuverlässige Modelle entwickelt werden. Das ist wichtig, wenn es um den Blick in die Zukunft geht. Ja, also diese Verschneidung mit der Klimatologie führt natürlich zum einen zur Berechnung des Jetzt-Zustandes, nicht? Wie ist es jetzt? Und die nächste wichtige Frage ist, wie ist es morgen und wie ist es übermorgen? Nicht? Und morgen ist also für uns 2030, muss man sagen, nicht? Und übermorgen ist also dann ab 2050. Ja? Also im Prinzip geht es also dann in Berechnungen, die also dann ja, in den nächsten Jahrzehnten eigentlich erst stattfinden sollen und die aber anhand der Klimawandelszenarien des ICPPs, also des International Climate Panel, relevante Szenarien sind. Die Wissenschaftler wollen das jeweilige Seeökosystem bestmöglichst verstehen. Verschiedene Methoden kommen zum Einsatz. So werden unter anderem Wasserproben aus jedem Meter Wassertiefe genommen. Im Labor können später beispielsweise die Nährstoffgehalte bestimmt werden.
Ansonsten nehmen wir noch Lebendproben von Phytoplankton und Zooplankton. Das geht mit Planktonnetzen. Die lässt man auch runter in eine bestimmte Tiefe und zieht die langsam hoch. Und in denen fängt sich dann, die sind sehr feinmaschig, da fängt sich dann das ganze Leben, was man so im See hat, also alle Algen, alle Zooplanktonarten. Mit Hilfe des Mikroskops, aber auch durch DNA-Analysen der Wasserproben, vervollständigen die Wissenschaftler später im Labor ihr Bild über Flora und Fauna des Sees. Nicht nur das Wasser wird untersucht, sondern auch das Sediment. Mit Hilfe eines sogenannten Corers werden Proben vom Seeboden geholt. Im Inneren eines Rohres erhält man einen kleinen Bohrkern der oberen Sedimentschichten. Die enthaltenen Fossilien informieren über die Vergangenheit und lassen Aussagen über die Veränderungen in den letzten Jahren zu. Im letzten Jahr haben wir in die Seen sogenannte Sedimentfallen gehängt. Die hängen an einer Boje und mit einem Seil bis kurz über Grund hängt die Falle. Das sind im Prinzip einfach so Plexiglasrohre. Unten hängt ein Anker dran und die verbleiben, sind das ganze Jahr jetzt im See verblieben. Die muss man ein bisschen unter die Wasseroberfläche setzen, sonst frieren die ein und dann reißen die ab. Dann hat man keine Daten mehr, ist alles weg. Genau, deswegen hoffen wir, dass wir die heute gut finden. Die Fallen werden entleert und das Sediment, was da drin ist, ist quasi alles, was über dieses Jahr in dem See absedimentiert ist. Und da kann man auch wieder verschiedene Diatomeen, also Kieselalgen, bestimmen. Chrysophyzen, Goldalgen sind drin und oben an der Boje hängt ein Temperaturlogger und unten an der Falle auch. Die messen alle 2 Stunden die Temperatur, jetzt auch über das ganze Jahr. Und diese Daten lesen wir dann aus. Das ist wichtig für die Schichtung im See. Dann haben wir einmal unten die Temperatur und einmal oben. Also im Sommer erwärmt sich es dann oben, unten bleibt es relativ kühl, vor allem hier in den tieferen Seen. Und die Daten gehen dann an unsere Kollegen von der ZAMG in Wien. Die Meteorologie und die rechnen quasi damit Modelle und versuchen die Seetemperatur auch in die Zukunft zu modellieren. Für den Blick in die Zukunft bilden 2 Klimaszenarien die Basis. Zum einen das Pariser COP21-Ziel, das durch Treibhausgasreduktion von einem moderaten Temperaturanstieg ausgeht. Zum anderen aber auch das IPCC-Business-as-usual-Szenario, das von einer größeren Erderwärmung ausgeht. Wie sich das jeweilige Szenario auf die Alpenseen auswirken könnte, wollen die Limnologen bestmöglich voraussagen. Der eine Punkt ist natürlich hinsichtlich der Wasserqualität. Also was bedeutet zum Beispiel ein 2 Grad Temperaturanstieg im Mittel für einen See? Am ersten Blick würde man mal sagen, nicht wahnsinnig viel. Auf den zweiten Blick muss man unterscheiden. Im Mittel ist natürlich immer etwas, was zum Beispiel die Extremwerte schlecht abbildet. Extreme Temperaturerhöhungen können also deutlich mehr bewirken. Ganz einfach, weil zum Beispiel die ökologische Amplitude von Organismen überschritten oder unterschritten wird. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass sich die Gewässer indirekt verändern. Zum Beispiel was die Schichtung betrifft. Also zum Beispiel der Antholzer See ist ein See, der ist an die 40, 35 Meter tief. Der also einen tiefen Wasserkörper ausbildet und einen seichten Wasserkörper. Und die also gerade in den Sommermonaten, während der Vegetationsperiode, sehr stabile Wasserkörper ausbilden. Ne? Und ein 2 Grad Temperaturanstieg kann also da diese Schichtung, dieser Wasserschichten, also physikalisch so stabilisieren, dass es zum Beispiel zu keiner Durchmischung mehr kommt. Und wenn sich zum Beispiel diese Seen nicht mehr durchmischen, dann hat das zum Beispiel das eine Problem, dass also der Sauerstoff in der tiefen Zone zurückgeht. Also ein Problem, das man schon sehr lange kennt und das ein Problem ist für viele, viele autochthone Fischarten, ja, die also zum Beispiel sauerstoffreiche Habitate brauchen. Ja. Das andere ist zum Beispiel, dass Nährstoffe intern im Gewässer stärker rezykliert werden, weil es also zur Sauerstoffzehrung, zum Beispiel die Freisetzung von Nährstoffen betrifft, aus dem Sediment. Ja. Das dritte ist, dass also auch neue Organismen einwandern, die also an diese geschichteten Verhältnisse besonders gut angepasst sind. Und die kommen aus dem Alpenraum, das sind also dann zum Beispiel einschichtende Cyanobakterien zum Beispiel, die in 12 Meter Tiefe dann in stabilen Schichten dann also Algenblüten bilden. Ja. Also das sind alles Sachen, die man eigentlich nicht will. Alpenseen sind für uns Menschen in verschiedener Weise nützlich. Das wird unter dem Begriff Ökosystemleistungen zusammengefasst.
Das Claims-Projekt der Limnologen hilft, Veränderungen durch den Klimawandel vorauszusagen und damit auch einen möglichen Verlust bestimmter Ökosystemleistungen. Ziel ist es letztlich, durch optimales Regionalmanagement die Alpenseen als Ökosysteme und damit Lebens-, Erholungs- und Kulturräume trotz Klimawandel zu erhalten.